Wenn es im Sommer so richtig heiß wird, ist richtiges Lüften in Ihrem Zuhause besonders wichtig. Die beste Zeit dafür ist entweder früh morgens, in den Abendstunden oder nachts, wenn die Außentemperaturen sinken. Wichtig, die Fenster nicht kippen, sondern ganz aufmachen. Ebenso wie die Innentüren, denn durch das sogenannte Stoßlüften wird die Luft einmal komplett ausgetauscht. Über den Tag sollten Sie auf das Lüften verzichten. Sonst gelangt heiße Luft in Ihre Wohnung. Folge, die Luftfeuchtigkeit steigt. Und die begünstigt Schimmelbildung. Mit dem Sommer bekommen wir regelmäßig unerwünschten Besuch von Bienen. Das kann richtig lästig werden, aber da Bienen Nutztiere sind, sollten immer tierfreundliche Methoden angewandt werden, um sie zu vertreiben. Für Ihre Wohnung empfehlen sich zuverlässige Fliegengitter, für den Garten oder den Balkon hilft ein bewährtes Hausmittel, Basilikum. Den können Sie entweder im Gemüsebeet oder in kleine Kübel pflanzen. Der intensive und für die Bienen unangenehme Geruch vertreibt die kleinen Tiere. Kaum steht das frische Obst auf dem Tisch, stürzen sich andere kleine Tierchen auf die Leckereien. Fruchtfliegen, das kann einen ganz schön verzweifeln lassen. Los werden sie die ca. 3 mm großen Tiere, indem sie ihnen ihre Nahrung entziehen. Deshalb gilt, Obst und Fruchtsäfte sollten gut abgedeckt in verschlossenen Gefäßen oder im Kühlschrank lagern. Benutztes Geschirr oder Besteck sollten sie am besten umgehend abwaschen und den Mülleimer regelmäßig leeren. So werden sie erst gar nicht zur Plage. Tipp, legen Sie eine Bananenschale als Lockmittel in eine offene Plastiktüte. Darin sammeln sich die Fruchtfliegen. Dann können Sie sie an einem anderen Ort wieder aussetzen. Die Sommerzeit zieht die Menschen nach draußen, egal ob es die Grillparty oder einfach der Genuss eines lauen Abends ist. Aber wie lange darf man im Freien eigentlich feiern? Für das private Zuhause gilt, die Nachtruhe ab 22 bis 7 Uhr morgens muss eingehalten werden. Innerhalb dieser Zeit darf nur noch maximal in Zimmerlautstärke weitergefeiert werden. Diese darf nachts 30 Dezibel nicht überschreiten. Ist die Lautstärke trotzdem unzumutbar, muss man mit dem Besuch der Polizei und einem Bußgeld rechnen.